Sinnohund, der 13. Januar 2024, hier in Bientissen von Kilometer Saas, Demok. Das war ein Tag, wo der Herr uns für uns merken hat, wo er uns schenken hat. Wir waren uns zu waren Freien und Frau sein. Und wir wollten nicht das Gebet für jeden, aber waren um zu Mars. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl dir liegen. Das bietet ihm, dass wir froh und freudig zu sein. In Philippa Feier hat wir den Fahrstes Werk, das freut euch an dem Herrn alle Wege. Und wir haben auch daran denken, dass wir uns freuen, und er sagt noch einmal, freut euch. Und an in dem fünften Fahrst hat wir eure Lindigkeit lassen können sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Da haben wir auch daran denken, dass der Herr erst not, um dass wir das alle kennen. Und dann haben wir da ein klare Lieder, haben die Fahrsten auch gehört, dass die geht es des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. In seine Barmherzigkeit haben noch kein Eigentlich, sondern das ist alle Morgen nie. In seine Treue ist groß. Also, so ist die Bibel, das sagt, und deine Treue ist groß. Und dann habe ich, die hat koffert die Zeit aus. Und das, wo wir wollen wieder nur kennen, nicht bloß von der, auch nicht bloß das Werk, weil wir immer durch seine Hand kommen. Und dann haben wir den Vers in Galater 5, Vers 10. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Liste des Fleisches nicht vollbringen. Und dann, so wie wir sehen, dann dort braucht Wittem, dass wir den Tit ütkeppen können. Und wenn wir dort tun, dann haben wir gestern haben wir dort von Petrus nach Wara ein bisschen Wort. Und nun werden wir noch ein bisschen wieder in Petrus im Brief nennen, kicken. Und muss sein Wort für die Feinde. Ich habe gestern nicht den 8. Vers nicht gelesen. Wir hatten da gelesen, wo wir das sollen, dass wir nicht strochen dürfen und so weiter. Und dann sind wir aber noch andere Vers. Nur der 8. Vers sagt dann, wo solches reichlich bei euch ist, wird es euch nicht voll nach unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Also, wenn ihr die Tugenden, die Glaubenden, die Erkenntnis und die Gottseligkeit und die all die meine Leiben, all das du erst, dann sagt er dann, wenn das wirklich bei uns ist, dann wird uns das nicht füll sein, auch nicht unfruchtbar. So, dann wird uns das gelingen. Und dann die tiende Pfarrer sagt, darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr solches tut, werdet ihr nicht strocheln. Und dann, es war eine Tosei. Und also wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Also, dass immer war eine Tosei, wenn wir dort nur kommen, dass er da eine Verhütung ab ist. Und Petrus, der sagt hier, darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit zu erinnern, wie wohl ihr es wisset und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit. Das ist ganz wichtig, was Petrus hier sagt. Wenn uns muss uns dort auch die Gedanken geben, dass wie immer waren, würden die Menschen denken haben von all diesen Dingen. Er sagte, ich achte es für billig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erinnern und zu erwecken. Und dann, wenn wir wieder gehen, wenn wir ein bisschen denken, wir wollen den 15. Vers noch lesen, wo der sagt, ich will aber Fleiß tun, dass ihr alle Zeit nach meinem Abschied solches in Gedächtnis halten könnt. Sie dort das Wort Petrus will, wir sollen das immer im Gedenken haben, was wir hier haben. Und wir wollen noch ein klein bisschen da noch gucken, wo die Verhütungen dabei sind. Wir hatten hier all das, wir sollen im Jes wohnen, da würden wir die Fleischeslast nicht vollbringen. Und dann sage ich 3x8, Vers 1 sagt, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also eine große Verhütung im Jahr zu wohnen, wo du schaffen wird, dort eine Verhütung zu werden als Ara, eine Reichverhütung. Und dann in Apostel Offenbarung 21,7, wer überwindet, der wird das alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Also eine große Verhütung dort wieder Gottes Segen mit jedem einen, noch wie die Titel kennen, reich wie Kippen.